Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, Early Access, Jumping Light Odyssey. Ich habe schon mal so eine kleine Runde angefangen und jämmerlich versagt. Ist halt so ein Weltraum-Sims-Spiel. Mir macht das eigentlich relativ Spaß. Ein bisschen Strategie. Aber gut, ich halte jetzt erstmal kurz meine Klappe für den Vorspann. Since before time, whenever our explorers were lost, they would look to the forever star to find their way home. Now, a great darkness has found us. The warmongering Zootopans sought to extinguish our light. In a desperate bid to defend our beloved home, we committed everything we had. Yet, the cold malice of Admiral Voltan couldn't be stopped. The battle was lost. I knew what I had to do. Where our only hope lies. I, Princess Euphora, last remaining regent of our people, will lead us to the Forever Star. Those of us who survived that day lost everything. But this is not our end. We will survive. Because together, we will keep hope alive. Ja, und damit zurück, Jumping Light Odyssey, Raumschiff-Abenteuer-Sim. Wie gesagt, ich hatte schon mal angefangen, eine kleine Runde zu spielen, habe da jämmerlich versagt. Hallo Raumfahrer, willkommen bei unserem Early Access zum Jumping Light Odyssey. Unsere Raumschiff-Abenteuer-Simulation ist noch immer in einer frühen Phase der Entwicklung und wir haben auf dem Weg zu 1.0 noch viele tolle Updates in Planung. Wir streben natürlich danach, die stabilsten Versionen zu veröffentlichen, doch bitte stellt euch im Early Access auf viele Ecken und Kanten ein. Spielfehler, Platzhalter, Assistenten, unfertige, fehlende Funktionen. Jumping Light Odyssey ist noch tief in Entwicklung und wir bitten euch um Geduld, Verständnis und Unterstützung in dieser Phase des Early Accesses. Von daher werden euer Feedback, eure Kommentare, eure Vorschläge für den Erfolg des Spiels entscheidend sein. Wir haben eine sehr konkrete Version für Jumping Light Odyssey und würden uns über eure Mithilfe bei der Verwirklichung dieses Ziels freuen. Nutzt den Feedback-Fragebogen im Spiel, findet uns auf Discord, beteiligt euch an der Diskussion in den Streamforen und haltet Ausschau nach unseren Entwicklerblogs und Streams. Danke, dass ihr uns an Bord der SSK Catalina gekommen seid. Wir können es kaum erwarten, euch die Zukunft von Jumping Light Odyssey zu zeigen. Viel Spaß mit eurer Reise in den Sternen. Jo. Gut, neue Odyssey. Hier kann man wohl eigene Abenteuer machen und später kommen dann wohl noch andere Kapitäne. Aber wir machen das hier erstmal überspringen. Nee. Bevor das Odyssey beginnt mit einer kurzen Einführung in die grundlegenden Konzepte erlernst, um erfolgreich dein Raumschiff zu kommandieren. Wir empfehlen neuen Spielern ausdrücklich das Tutorial zu spielen. Oh ja, das kann ich euch empfehlen. Möchtest du das Spiel Tutorial spielen? Warnung, wenn du das überspringst, wird deine
Spielerfahrung schon viel früher zu einer Herausforderung. Wir spielen es mal mit. Es ist doch sehr umfangreich. Es lädt, okay. Sprung abgeschlossen, Captain. Analyse trifft ein. Wir sind immer noch in unserem Herrschaftsgebiet. Die Sensoren zeigen, die teutonische Kriegsflotte nicht weit hinter uns ist. Moment mal. Peters wurden ab zur Brücke. Peters ist verloren, aber wir sind noch hier. Wir müssen weiter Statusbericht schließen. Die Brücke ist das Kommandozentrum des Schiffes. Sieh dir mit der Kamera an. Benutze WASD. Benutze Mausrad. Und drehen. Okay. Es ist gerade gemeldet. Tschüss, weite Schäden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ganz ruhig. Gehen wir die Decks einzeln durch. Okay, hier sind wir auf der Brücke. Dann gehen wir Promenadendeck. Ist... Oh, hier ist ja wirklich alles im Eimer. Bett, Dusche. Wer steht hier fett im Feuer? Turbolift. Schließen, ja. Besuchen Sie das Achterdeck. Hier ist auch eine Menge Code. Bericht von Achterdeck. Herstellung von Medizin- und Krankenstation. Schlechten Zustand. Geschützsteuerung ist weiterhin online. Aha. Das sieht alles sehr okay aus. Hier ist mal ein großes Flugdeck. Hier ist mal ein Lagervorrat. Ja. Auf beiden Seiten. Unterdeck. Für das Unterdeck war eine Renovierung vorgesehen, aber die Zuteil waren schneller. Nichts übrig, bis auf die Geschützsteuerung. Schluck. Ich hoffe, ihr habt Freunde. Freude an der Einrichtung, Inneneinrichtung, Captain. Ja, okay. Und Maschinenraum. Oh ja. Sprunglichtregulator. Bericht Maschinenraum. Der Sprunglichtkern ist stabil und alle Sprunglichtregulatoren intakt. Ich muss euch ja nicht daran erinnern, wenn wir die verlieren, verlieren wir alles. Okay. Das waren alle. Eure Befehle, Kapitän. Gib mir einen Moment zum Nachdenken. Natürlich, Prinzessin. Ich meine, Captain. Die Zeit im Spiel kann jederzeit angehalten werden. Benutze die Leertaste, um die Zeit anzuhalten. Geil, Fahrstuhlmusik. Es gibt Verletzte auf dem ganzen Schiff. Wenn die Gesundheit eines Besatzungsmitglieds zu niedrig ist, gilt diese als verwundet. Personen mit dem Status verwundet verlieren an Moral und ihre Bewegungstempo und ihr Bewegungstempo ist verringert. Suche dein Raumschiff nach verwundeten Besatzungsmitgliedern ab, sie werden gelb hervorgehoben und wähle sie aus, um weitere Informationen zu erhalten. Okay, hier ist einer gelb. Was haben wir denn? Biografie Yoki. Hat die Schlacht zum Pyrrhus überlebt, erfüllt sein seit Tag 1 brach seine Pflicht. Pflichten, Yoki arbeitet in Marine, im Bereich Militär. Inspirierend, nicht gestartet. Gefühlslage gestresst. Die Gefühlslage eines Charakters wird durch die Umgebung und Interaktion verändert. Verwundet, Bewegungstempo, in Alarmbereitschaft aufgrund aktueller. Ja. Und was haben wir noch? Bedürfnisse, die sind alle okay. Persönlichkeiten, Raumschiff-Experte.
Erzfeindschaft, für eine Erzfeindschaft, sehr schön. Persönliches Logbuch, flüchtend. Die Berichte zur Besatzung sind in verschiedenen Reitern organisiert. Die Gefühlslage und Statuseffekte eines Charakters werden unter dem Reiter Status angezeigt. Klicken Sie auf den Reiter, um auszuwählen. Status. Ja. Ich sammle alle Berichte über die Besatzung im Besatzungsverzeichnis. Ah, das ist jetzt hier. Stabil. Und der hier ist verletzt, ja. Haben wir denn viele Verletzte? Oh ja, hier unten sind ganz viele. Leute haben wir. 18 Wissenschaft, Militär, Logistik, Technik. Zivilpersonen, Tote. Favoriten. Hm, okay. Ich empfehle die Alarmstufe herabzusetzen, Captain. Wir haben noch Zeit, bis uns die teutonische Kriegsflotte wieder einholt. Geben wir unseren Leuten eine Gelegenheit, ihre Nerven zu beruhigen. Okay. Roter Alarm. Grüner Alarm. Eindringlingsalarm. Schwarzer Alarm. Rationierungsprotokoll. Mahlzeiten, Wasser und Gewehren rationiert. Die Besatzung wird traurig. Die gesamte Besatzung ist im Dienst. Die Marinetruppen priorisieren den Kampf. Wer nicht kämpft, sucht Schutz. Offizierkorps und Captain zur Brücke. Die Besatzung wird gestresst. Die gesamte Besatzung ist im Dienst. Die Marine produzieren die Geschütze. Offizierkorps und Captain zur Brücke. Besatzung wird gestresst. Besatzung ist im Dienst. Entwarnung. Okay. Lass die Zeit weiterlaufen, um zu sehen, deine Aktion auswirkt. Drücke um die. Okay. Gefechtsstation verlassen. Besatzungsmitglieder melden sich in der Krankenstation. Ansehen. Oh, die sieht aber nicht gut aus. Das hilft auch nicht. Die Krankenstation ist offline. Wir müssen sie wieder an Strom anschließen. Baumenü öffnen. Raum auswählen. Neue Objekte hinzufügen. Verwalten. Bau bestätigt. Baustelle. Einklarkämpfen. Erwarte Ressourcen. Sobald ein Bauauftrag bestätigt wurde, werden die benötigten Ressourcen zur Baustelle gebracht. In diesem Fall werden Metall, Plastik benötigt, um den Verteilerkasten zu bauen. Die benötigten Mengen wurden von deinen gelagerten Ressourcen oben auf dem Bildschirm abgezogen. Benutze linke Maustaste, um den Verteilerkasten auszuwählen, um weitere Informationen anzuzeigen. Okay. Befehl erhalten. Werde dem Eiltempo durch das Schiff transportiert. Wir können zusätzlich Logistikpersonal gebrauchen, Captain. Das Zeug ist schwer. Alles klar. Jedes Besatzungsmitglied gehört einer Abteilung an, die dessen Pflicht festlegt. Die Logistikabteilung ist für alle Transporte von Ressourcen auf dem Schiff zuständig. Weise der Logistikabteilung mehr Arbeitskräfte zu, um den Ressourcentransport effizienter zu gestalten. Wähle eine Person, Mitglied der Militärtruppe, Mitglied des Wissenschaftspersonals oder Mitglied des Ingenieurs aus, gehe zum Reiter Aktion und wähle Versetzen, um diese Person in die Logistikabteilung zu versetzen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Du bist rot. Gestresst. Charakter ansehen. Versetzen. Logistik. Okay. Wir werden euch nicht enttäuschen können. Alles klar. Ressourcen geliefert. Jetzt seid ihr dran, Ingenieurspersonal, zur Baustelle. Ah, läuft auch wieder.
Nachdem die Ressourcen zu einer Baustelle gebracht wurden, beginnen die Ingenieurpersonal mit dem Bau. Du erkennst an den gelieferten Rohstoffen unter der Plane, dass ein Mitglied des Ingenieurspersonal mit der Arbeit beginnen kann. Benutze linke Maustaste, um deinen Verteilerkasten auszuwählen. Hat lange genug gedauert. Unser Ingenieurpersonal kann erst arbeiten, sobald die Ressourcen geliefert sind. Alles klar. Captain, die Kampfstation hat gemeldet, dass das Medigel zur Neige geht. Arbeitet unser Wissenschaftspersonal am Medigel-Zentrifuge? Das Wissenschaftspersonal braucht Biomasse, um Medigel zu synthetisieren. Aber die Vorräte werden knapp. Wir sollten für einen ständigen Nachschub an Biomasse sorgen, indem wir ein Gewächshaus bauen. Alles klar. Baue neue Räume, um die Fähigkeiten deines Schiffes auszubauen. So baust du neue Räume. Wechsel den Baumodus, klicke auf Plus, neue Raum erschaffen und wähle dann das Gewächshaus aus. Okay. Dann machen wir mal hier. Strom sollen wir noch haben. Wasser werden wir auch noch mal brauchen. Sauerstoff. Wir sollten einen Sauerstoff genauer daran tun. Die Besatzung würde es zu schätzen, wenn sie atmen kann. Ja. Ach. Nee, das haben wir ja schon. Neues Objekt hinzufügen. Sauerstoff. Nun, das Gewächshaus als lebensfreundliche Voraussetzung bietet, sollten wir dort ein paar Biomassepflanzen anbauen. Damit hätten wir eine ständige Versorgung mit Biomasse gewährleistet. Und an den Geruch gewöhnt man sich mit der Zeit. Okay. Nutzpflanzen können in einem Gewächshaus angebaut werden, um eine stetige Versorgung mit Nahrungsmitteln oder Biomasse zu gewährleisten. Jede Nutzpflanze bringt einige Vor- und Nachteile mit sich. Biomassepflanzen produzieren mit der Zeit Biomasse, solange sie mit Wasser versorgt werden. Benutze neue Objekte hinzufügen, um dein Gewächshaus eine Biomassepflanze hinzuzufügen. Du kannst sie einfach auf den Boden platzieren, aber achte darauf, dass sie für die Besatzung zugänglich ist. Nutzpflanzen wachsen nur im Gewächshaus, weshalb du sie im Reiter Raumschiff spezifisch dazu findest. Okay. Gut, ja, wir haben jetzt ja nur den. Keine Ahnung, ich mache hier einfach mal jetzt die Reihe voll. Gut, in Bereitschaft, Captain. Alles klar. Da kommen die ersten Ressourcen. Essen haben wir noch genug. Medigel, ja. Strom haben wir genug. Wasser haben wir noch genug. Die Zugriffe wird uns bald einholen, Captain. Wir müssen einen Sprung ausführen, bevor sie uns erreichen. Bringt unseren Kurs auf den Kurs ansehen. Auf dem Kursbildschirm kannst du deine Reise von Pleiades aus sowie die zyotische Flotte, die euch nachsetzt, verfolgen. Benutze linke Maustaste auf dem Kursbildschirm vom Hologramm auf der Brücke aus zu öffnen.
da müssen wir weit hin. Das ist unser Ziel, alles klar. Unser Kurs hängt ganz von euch ab. Wir können einen Sprung zu jedem Sternensystem in Sprungreichweite berechnen. Die Zulu Kriegsflotte hält momentan still. Ich melde mich, sobald sie sich in Bewegung setzt. Alles klar. Oh, hier sind aber wirklich... Was bedeuten denn hier? Biomasse selten. Ah, okay. Gemäßigte Kontinente, Einschätzung für Ressourcen, Biomasse, Nahrungsmittel selten, wasserreich. Materialien, sorry. Und Metall. Okay, was haben wir hier? Erhöht die Sensorreichweite. Nicht in Sprungreichweite. Ich würde erstmal den hier probieren. Das Visual beginnt mit der Sammlung von Sprunglicht. Okay. Zum Maschinenraum. Unser Schicksal hängt jetzt vom Sprunglicht ab. Sind unsere Sprunglichtkabulatoren noch intakt? Einen Sprunglichtkabulator haben wir verloren, als der Maschinenraum getroffen wurde. Der andere ist noch intakt, aber er läuft nicht. Hättet ihr die Güte, euch das mal anzuschauen? Natürlich schauen wir uns das mal an. Wo bist du denn? Achso, das ist Kurs. Sprunglichtkalkulator. Objekte müssen aktiviert werden, um den Betrieb aufzunehmen. Wenn sie zu viel Schaden erleiden oder der Zugang zu benötigten Strom oder Wasser verlieren, gehen sie offline. Gute Arbeit, Captain, daran hätte ich gar nicht gedacht. Ach, du Himmel. Nun, da der Sprunglichtkalkulator wieder online ist, kann unser Wissenschaftsfunder endlich wieder Sprunglicht kalibrieren. Gut. Die Sondierungsdaten weisen auf einen Wrack in der Nähe. Den Captain, habe ich die Erlaubnis, ein Außenauto zu starten zum Flugdeck? Ja, natürlich. Erteilt. Schaut euch auf jeden Fall nach Überlebenden um. Bei Außeneinsätzen können kleinere Schiffe wichtige Aufgaben außerhalb des Raumschiffes durchführen. Sie sind deine wichtigste Methode, zum zusätzlichen Ressourcen und Überlebenden zu finden, können aber auch für Aufklärungseinsätze und Defensivkampfpatrouillen genutzt werden. Um einen Außeneinsatz starten zu können, musst du zusätzlich ein Raumschiff in einen eine Besatzung zuweisen. Jedes Besatzungsmitglied hat individuelle Vor- und Nachteile. Benutze linke Maustaste für automatisch zuweisen. Okay. Seid vorsichtig mit diesem Shuttle-Piloten. Unser Leben hängt davon jetzt ab. Alles klar. Bei Einsätzen von Typ Trümmerausbeuten kannst du Folgendes finden: Plastik, Verbundstoff, Munition, Medigel. Mit Sondierungseinsätzen in neu erreichten Sternsystemen kannst du möglicherweise bisher unentdeckte Trümmer und Ausbeuten aufspüren. Um dir die verfügbaren Einsätze anzusehen, wähle ein Raumschiff, drücke auf örtliche Einsätze ansehen, wähle Trümmerausbeuten aus der Liste der Außeneinsätze und dann ein bemanntes Shuttle, um den Einsatz zu starten. Okay. Warum ist das hier so schlecht? Erfolgsquote. Prozent Raumschiff wieder. Ah, okay. Besatzungswiderstandskraft. Erfolgsquote plus 5. Einsatzertrag. Raumschiff hier.
Okay. Ja, warum sollte ich dann so einen schlechten da reinmachen? Okay, Kampfpatrouille startet. Kann ich das sehen? Ah, da laufen sie jetzt hin. Jetzt fliegst du da raus. Ah, okay. Drücke auf, um die Zeit zu beschleunigen. Tipp, warum nutzt du die Zeit nicht, um deine Besatzung besser kennenzulernen? Alles klar. So, dann bevor wir aber einfach mal auf schneller machen. Okay, ja. Hier wachsen jetzt die Ressourcen. Medigel. Oh, was hier? Sechs Besatzungsmitglieder sind verwundet. Personen mit dem Status verwundet haben schwere Verletzungen erlitten. Ah, okay. So, jetzt sind ja hier noch Zentrifugen. Dann. Ah, okay. Wasserwerk. Gewächshäuser, Bordküche, da können wir auch gleich nochmal Waschraum. Hygiene und Moral. Verbunden, okay. Korridor. Verbindungskorridor, die Westhammer zu erhöhen. Logistikpersonal und Transport. Zimmer der Regentin, eieiei. Herstellung. Sicherheitszentrale. Kraftwerk. Wasser. Okay, wir klicken den jetzt hier mal an. Raumgröße anpassen, Raum abreißen. Nee, das glaube ich wäre schlecht. Machen wir mal hier Sauerstoff. Und Strom. Wird zurückgestutzt, um Biomasse zu. Kann ich den hier auch tatsächlich? Dann mache ich den hier mal so aus Spaß. Nein. So, Sammelplatz. Was haben wir noch? Getränkeautomat. Versieht ein Besatzungsmitglied mit dem Status beobachten und unterdrückt problematisches Verhalten, das durch Verzweiflung verursacht wird. Okay, na, so weit sind wir auch noch nicht, ne? Gut, verwalten, Auftrag erteilen. Der Flur auch. Das hier ist Metallextraktor. Schwere Baumaschinen. Kleiner Wassertank, Wasserkondensator. Kleine Batterie. Verbrennungsreaktor. Der Raumschiff kehrt zurück zum Einsatz. Okay. Raumschiff ansehen. Absoluter Erfolg. Was haben wir jetzt bekommen? 10 Verbundwerkstoffe und Plastik. Okay, wir haben einen Haufen Verbundstoffgebäudeketten, sehr nützlich und wertvoll. Keine Überlebenden, aber ich suche weiter nach Notfunkmarken. Seufz, verstanden. Aber wir sollten uns für Suchen und Retten Einsätze bereithalten, falls wir Notfunkbarken entdecken. Außersätze braucht Zeit. Okay, sprunglich wird noch gesammelt. Ketten, wie ihr immer sagt, manches lässt sich nicht beschleunigen.
Tipp, du kannst die Maximalmenge an Sprunglicht erhöhen, die Kalibrierung kalibriert werden kann, indem du Sprunglicht-Container im Maschinenraum baust. So erhöhst du deine Sprungreichweite. Okay, ja, aber wollen wir das? Wir können ja nochmal gucken, dass das Zwischendeck. So. Automatischer haben wir auch die Ressourcen dafür. Autonomer Sprunglichkeit, aber da Sprunglicht mit minus 50% kalibriert, solange er ursprünglich kalibriert wurde. Okay, was ist das? Der Container. Ah, wir haben diese andere Ressource nicht. Und auf geht er. Bau bestätigt. Gut. Das sind die Unterdecks. Oh, was wir hier wohl noch bauen müssen. Da. Was sind das hier? Geschütztürme. Okay. Das sieht kaputt aus. Es wird Munition benötigt. Okay. Dann machen wir mal auch schnell. Der Flur hier ist auch wieder ready. Ja, sehr gut. Ah, hier geht's los. Sprunglicht 18 von 32. Wir haben auch nur noch 3 Verwundete, das ist sehr gut. Ja. Gut, Biomasse läuft plus. Ich interpretiere jetzt einfach mal das grüne Schwebezeichen, was hier immer nach oben geht, als Plus. Nur noch ein Verwundeter. So, jetzt müsste ja, jetzt haben wir keine Verwundeten mehr. Mal gucken, hier wird ja noch, hier ist noch so ein Metallextraktor. Oh, Sprunglichtantrieb, Breitketten ansehen. Eins muss ich noch tun. Öffne mir den Kanal auf eine Frequenz. Hier spricht Prinzessin Euphoria. Die Regentschaftsflotte hat mutig gekämpft und verloren. Versucht nicht nach Hause zurückzukehren, dort ist nichts mehr. Uns bleibt nichts als die Hoffnung, alle Schiffe sollen einen Kurs setzen und mir zum Stern der ewigen Ewigkeit folgen. Alles klar. Seufz. Also, okay, und los. Leite den Sprung ein, indem du mit dem Sprunglichthebel auf der Brücke interagierst. Sobald du Sprunglicht, ja, okay, das haben wir schon. Halten, um den Sprung einzuleiten. Initiate Jump Light Drive. Jump Light in 5, 4, 3, 2, 1. Gut, Leute, ich mache erstmal für den ersten Part Schluss hier und ich denke mal, immer wenn wir Planeten auskundschaften und so, dann wird das wohl lang. Alles klar, wir sehen uns zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao.